Deutschlands Kassenärzte warnen bereits davor, dass Praxen sich wegen Impfstoffmangels aus der Corona-Impfkampagne ausklinken. Das Robert-Koch-Institut RKI meldet die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter. Doch auch in Deutschland steigt laut RKI der Anteil einer indischen Corona-Mutation. Ja, heute geht es hier wieder um das Virus bzw. um dessen Mutationen. Dazu sprechen wir mit einem regelmäßigen Gast unseres Programmes, Monsignore Robert Vitillo, ausgebildeter Sozialarbeiter und Experte in Sachen HIV/AIDS und globale Gesundheit, der uns auch zum Thema der Angstverbreitung durch die Medien seine Meinung sagt. Ja, es verursacht eine Menge Angst unter den Menschen und veranlasst sie auch dazu, einige der einfachen Mittel zur Verhinderung der Ausbreitung zu vermeiden, wie das Tragen einer Maske, häufiges Händewaschen und soziale Distanz. Deshalb denke ich, dass es wirklich wichtig ist, sicherzustellen, dass diese Schlagzeilen und Aussagen sachliche Informationen enthalten. Darüber jetzt mehr und um Testgenauigkeit und ob die Teilnahme an der Heiligen Messe im Fernsehen oder Internet gültig ist. Ich begrüße Sie zum EWTN-UN-Blog. Ich las neulich in einer großen deutschen Tageszeitung die Aufforderung, man solle Informationen aus Quellen, die andere Auffassungen als die eigene vertreten, suchen, um so den sogenannten Bestätigungsfehler zu vermeiden. Wenn man dem Vorschlag folgt, dann sollte man auch andere Zeitungen als die, die dies schrieb, lesen. Und damit liest man dann sehr wahrscheinlich das, was die eigene Meinung widerspiegelt. Meinungen sind wie Grundstücke. Erstens sind sie zu teuer und zweitens kann man nicht immer darauf bauen, sagte einer meiner Lieblingskabarettisten Dieter Hildebrandt. Also Meinung hin und her. Heute wollen wir versuchen, Fakten, Tatsachen zu verbreiten. Und dazu begrüße ich nun in Genf einen häufigen Gast dieses Programms, Monsignore Robert J. Vitillo. Hello, Christian. Monsignore, kommt es häufig vor, dass ein Virus mutiert? Die einfache Antwort ist, ja, es ist sehr häufig, dass Viren mutieren, weil Viren sich nicht von selbst vermehren können. Sie müssen in die Wirtszelle eindringen, sei es in einem Tier oder in einem Menschen, und sie müssen etwas von dem genetischen Material des Wirts extrahieren, um sich selbst zu reproduzieren. Und wenn sie das tun, passieren ihnen bei dieser Reproduktion manchmal Fehler. Und so entstehen neue Varianten oder Stämme von Viren. Das ist also durchaus üblich. Ein gutes Beispiel dafür ist das Grippevirus, bei dem sich jedes Jahr neue Stämme oder Varianten entwickeln. Und deshalb müssen wir jedes Jahr neue Impfstoffe entwickeln, um dem Rechnung zu tragen. Beeinflussen unterschiedliche Varianten von Covid-19 die Testgenauigkeit? Soweit wir das beurteilen können, erfassen die Tests die verschiedenen Varianten. Aber auch hier gilt, dass es noch viel über dieses Virus zu lernen gibt und noch mehr über die Varianten zu erfahren. Ich kann also nicht sagen, dass das immer der Fall ist, aber im Moment scheinen die Tests die Varianten aufzuspüren. Die Verunsicherung vieler Menschen führt leider auch zur Verbreitung von Gerüchten und Fake News, vor allem in den sozialen Medien. Die Frage ist jedoch, was sind Fake News und wer entscheidet das? Google oder YouTube, um nur einige zu nennen, versuchen zum Beispiel gegen Fake News zum Thema Coronavirus vorzugehen und bauen Direktverlinkungen zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und der Weltgesundheitsorganisation ein. Jedoch das, was wir heute leider am häufigsten in den meisten Medien serviert bekommen, sind Angstmacherei, ja sogar Panikverbreitung. Denn if it bleeds, it leads. Also Blut und Angst verkaufen sich gut. Monsignore Vitillo, Ihrer Meinung nach, machen die Schlagzeilen und Aussagen, die wir jetzt so oft in den Medien sehen, die Menschen nicht noch ängstlicher und frustrierter?
Ich denke, es kommt darauf an, welche Schlagzeilen und Aussagen wir sehen. Wenn diese Schlagzeilen und Aussagen falsche Informationen enthalten oder versuchen, den Menschen eine Menge Misstrauen gegenüber der Regierung und den Gesundheitsbehörden zu vermitteln, dann denke ich, ja, es verursacht eine Menge Angst unter den Menschen und veranlasst sie auch dazu, einige der einfachen Mittel zur Verhinderung der Ausbreitung zu vermeiden, wie das Tragen einer Maske, häufiges Händewaschen und soziale Distanz. Deshalb denke ich, dass es wirklich wichtig ist, sicherzustellen, dass diese Schlagzeilen und Aussagen sachliche Informationen enthalten. Kann der Glaube, unser katholischer Glaube, Menschen, die Angst und Stress erleben, helfen, mit dieser Pandemie fertig zu werden? Ich glaube, dass unser katholischer Glaube dies tun kann und auch andere Glaubenswerte, die Menschen und andere religiöse Traditionen ebenfalls haben, denn es gibt eine Gemeinsamkeit bei diesen Werten, sich um andere Menschen zu kümmern, sich um uns selbst zu kümmern, zu verstehen, dass Gott uns nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat. Ich denke, all diese Werte und Überzeugungen helfen uns dann, Hoffnung zu haben und auf Gott zu vertrauen, selbst wenn wir mit schrecklichen Notfällen wie dieser aktuellen Pandemie oder vielen anderen Notfällen konfrontiert sind. Wenn wir an die Zeugnisse denken, die wir von Menschen gehört haben, die den Zweiten Weltkrieg durchlebt haben, als versucht wurde, ganze Gruppen von Menschen zu eliminieren, dann haben einige von ihnen trotz der schrecklichen Bedingungen in den Konzentrationslagern die Hoffnung und den Glauben bewahrt, weil sie an die religiösen Werte und Lehren glaubten, die ihnen gegeben wurden. Eine Frage, die wir oft gestellt bekommen, nämlich ob das Anschauen der Heiligen Messe im Fernsehen oder Internet Gültigkeit als Messteilnahme besitzt. Zunächst einmal hat die Messe einen unendlichen Wert, wann immer sie gefeiert wird, auch wenn sie allein vom Priester gefeiert wird, aber besonders, wenn sie in der Gemeinschaft gefeiert wird. Weil jedoch die Versammlung vieler Menschen in dieser Zeit des Covid-19 eingeschränkt ist, haben wir das zusätzliche Geschenk, die Messe zumindest, über das Fernsehen oder Livestreaming verfolgen zu können. Der einzige große Nachteil davon ist, dass wir nicht selbst den Leib und das Blut Christi in der Heiligen Kommunion empfangen können. Und deshalb ermutigt die Kirche die Menschen, eine geistliche Kommunion zu machen, wenn sie an der Messe teilnehmen. Aber die Messe selbst hat immer einen uneingeschränkten Wert. Was nun die Schließung von Kirchen und dem Verbot von Gottesdiensten im Zug von Anti-Corona-Maßnahmen angeht, meinte Papst Franziskus skeptisch: Man darf nicht vernachlässigen, dass man bei allem Bestreben, Menschenleben vor der Ausbreitung des Virus zu schützen, die spirituelle und moralische Dimension des Menschen gegenüber der körperlichen Gesundheit nicht für zweitrangig halten darf. In der kommenden Ausgabe von UN-Blog sprechen wir mit Giorgio Mazzoli, Rechtsanwalt von ADF International bei der UNO Genf. ADF International ist eine glaubensbasierte Rechtsanwaltsorganisation, die kürzlich die Vereinten Nationen dazu aufgefordert hat, Gesetze zum Schutz von Frauen und Mädchen vor allen Formen der Gewalt, einschließlich weiblicher Kindstötung und vorgeburtlicher Geschlechtsselektion, durchzusetzen. Und in der darauffolgenden Woche im UN-Blog dann mein Exklusivinterview mit dem amerikanischen Schauspieler, Regisseur und Produzent Kevin Sorbo, der vielen von Ihnen besonders aus der Serie Hercules bekannt ist. Kevin ist Christ und engagiert sich in Vorträgen, besonders im Bereich Pro-Life. Wir werden unter anderem über die Vereinten Nationen und deren Abtreibungsziele sprechen. All das und mehr hier im EWTN UN-Blog.